Herzlich willkommen bei Marius Fliegendose. In diesem Video binde ich mit euch einen Baitfish-Fiber Hechtstremer. Das ist eine relativ große, so 18 bis 20 cm lange Fliege auf einem 6-0er Haken, komplett aus synthetischen Materialien und dadurch lässt sie sich sehr leicht werfen und hat ein sehr verführerisches Spiel im Wasser. Als Haken für diese Fliege verwende ich den Gamakatsu LS5013F in der Größe 6-0. Und diesen beschwere ich etwas mit Bleidraht in der Stärke 0,35. Dann nehme ich mir ein Stück Draht und mache damit so 10-12 Wicklungen, je nachdem, wie viel Gewicht ich in die Fliege hineinbringen möchte. Der Draht, der dient mir nicht dazu, die Fliege auf Tiefe zu bekommen. Dies mache ich eigentlich generell mit der Fliegenschnur, sondern es geht darum, das Gewicht in der Fliege etwas nach vorne zu verlagern und dadurch einen Jig-Effekt zu bekommen, wenn ich den Zug mit der Fliegenschnur nachlasse, dass dann die Fliege kippen kann und das Spiel der Fliege etwas verführerischer ist. Und als Bindefaden verwende ich den UTC 280 in der Farbe Weiß. Und diesen setze ich direkt hinter dem Öhr an, überfange mir den Bleidraht, mache ein paar Wicklungen, nehme etwas Sekundenkleber, gebe einen Tropfen über diese Bleiwicklung und auf dem Hakenschenkel, um meine Grundwicklung zu fixieren, damit sich das Blei nicht mehr verschieben kann. Und ungefähr auf 2/3 des Hakenschenkels lasse ich den Faden hängen. Hier fange ich an, die Fliege zu binden. Dazu schneide ich mir etwas Baitfish-Fiber, in diesem Fall die Farbe Pearl, ab. Da brauche ich so ein Bündel, das hat so vielleicht Bleistiftdicke. Wichtig ist bei diesem ersten Bündel Baitfish-Fiber, dass ihr euch das Bündel etwas tapert. Das heißt, ich habe meine Abschnittstelle und hier zupfe ich mir jetzt die Fasern etwas aus, sodass ich hier so ein getapertes Ende bekomme. Und dadurch, dass ich auf dieser Seite gezogen habe, tape ich automatisch auch auf der anderen Seite mein Bündel, kann hier noch etwas nachziehen, dass ich so eine schöne Fischchenform eigentlich schon bekomme. Und jetzt nehme ich das Bündel und lege es mir so auf den Haken, dass ungefähr 2/3 nach hinten stehen und 1/3 nach vorne. Überfange mit 2 losen Wicklungen das Bündel, ziehe dann stramm und mache noch 4, 5, 6 feste Wicklungen. Und dabei liegt das Bündel nicht oben auf dem Haken drauf, sondern es ist um den Haken drum gewickelt. Und jetzt kann ich mir das nach vorne stehende Ende nach hinten umlegen und hier auch wieder darauf achten, dass das Bündel das hintere so umschließt. Und jetzt mache ich vor dem Bündel auf dem Haken einige Stützwicklungen, um dieses umgeklappte Bündel einfach nach hinten zu stabilisieren. Ich möchte nicht über dieses Bündel hin drüber binden, weil dadurch komprimiere ich die Fasern und habe nicht mehr so viel Volumen in der Fliege drin. Das kann ich euch auch ganz einfach zeigen. Hier ist noch eine Faser, die man nach hinten kann. So, also so ist die Fliege recht voluminös und wenn ich jetzt hier einfach drüber binde, binde ich mir die Fasern runter und verliere Volumen in der Fliege, was eigentlich sehr, sehr schade wäre. Also wieder zurück. So. Und diese Einbindestelle hier noch mit einem Tropfen Sekundenkleber sichern. Dann können die Wicklungen von den Hechtzähnen auch nicht mehr aufgemacht werden. Jetzt brauche ich ein weiteres Bündel Baitfish-Fiber. Nochmal ungefähr genauso viel wie für den Schwanz der Fliege. Jetzt gehe ich dabei etwas anders vor. Jetzt doppel ich mir das Bündel und schneide es in der Mitte durch. Die Schere beiseite legen. So, und dieses Bündel, das lege ich mir jetzt auch erstmal auf den Tisch und spalte mir mit einer Dubbingnadel oder einer Schere oder was auch immer ihr da nehmen wollt, den Bindefaden.
Das kann man mit diesem UTC 280 wirklich sehr, sehr gut machen, weil das ein sehr dicker Faden ist mit schön parallel laufenden Fäden. Und das lässt sich wirklich sehr, sehr gut spleißen. Und so braucht ihr keine Dubbing-Schlaufe-Form und auch kein extra Werkzeug, um die Dubbing-Schlaufe zu verdrehen. Und jetzt nehme ich dieses Bündel Baitfish-Fiber und lege mir es zwischen den beiden Bindefadenhälften und verteile dann das Material in dem gespleisten Faden. Und jetzt wird der Bobbin verdrallt und damit dann auch der Bindefaden. Der Bobbin gedreht natürlich, nicht verdrallt. Ich kann ja den Bobbin selber nicht verdrallen. Aber der Bindefaden wird dann verdrallt und wenn ich hier loslasse, dann verdrehen sich diese Fasern sehr schön, werden von dem Faden gefangen. Ich bekomme sowas wie eine Dubbing Brush oder Streamer Brush oder wie auch immer man das nennen möchte. Jetzt kann ich hiermit einfach meinen Körper der Fliege formen, indem ich langsam nach vorne wickel. Die Wicklungen müssen nicht zu eng sein, dann wird die Fliege einfach zu massiv. Ich kann da Material sparen und immer die eingebundenen Fasern nach hinten streifen. Übung. Ich habe da ja schon ein paar Fliegen von gebunden, weiß man dann auch genau, wie viel Material man braucht, um die Fliege perfekt zu proportionieren. Jetzt bürste ich nochmal durch die Fasern durch. Das sind immer mal Fasern, die man runtergebunden hat, die so ein bisschen festgehalten wurden. Und da kann man diese nochmal ausbürsten, dann hat die Fliege auch wieder mehr Spiel. Und für den Rücken nehme ich mir jetzt noch eine dunklere Farbe, Baitfish-Fiber, in diesem Fall Oliv. Da brauche ich nicht ganz so viel von. Und auch hier mache ich mir wieder dieses Taper. Also auf beiden Seiten die Fasern etwas auszupfen. So, und dann lege ich mir das Bündel so drauf, dass ich ungefähr die komplette Länge der Fliege mit dem Oliv überdecke. Die restlichen Zentimeter lasse ich nach vorne überstehen. Zwei, drei lose Wicklungen, dann festwickeln. Und darauf achten, dass die Fasern nicht alle nur auf einer Stelle oben drauf liegen, sondern wenn man hier mit dem Daumennagel so ein bisschen drückt, dann überfange ich den Rücken so ein bisschen und habe die einzelnen Fasern ein wenig verteilt. Und das Bündel, das jetzt noch nach vorne steht, das klappe ich dann um und verteile auch hier die Fasern etwas um die Fliege herum. Nur halt nicht, dass nach unten olivene Fasern stehen oder so, weil es soll ja nur der Rücken sein. Also darauf achten, dass ihr höchstens bis, also dass ihr vielleicht so ein Drittel oder ein Viertel des gesamten Fliegenvolumens überdeckt mit den olivenen Fasern. Und jetzt möchte ich hier unten noch eine orangene Kehle einbinden. Und dazu nehme ich Fluo her, in Orange. Dann nehme ich mir ein relativ kleines Bündel, da braucht ihr nicht viel. Und dies doppel ich mir auch wieder. Durch. Und auch hier tapere ich mir wieder die Enden etwas aus. Und jetzt lege ich dieses Bündel um den Faden herum. Und jetzt kann ich mir die Fliege drehen. Und dieses ausgetaperte Bündel perfekt unter der Fliege, also das ist jetzt die Unterseite normalerweise, positionieren, mache einfach zwei lose Wicklungen. Jetzt kann ich mir das Bündel mit dem Daumennagel so ein bisschen zurechtdrücken,
sodass es direkt hier an den dunkleren Rücken anschließt. Das heißt, ich bekomme hier dann einen wunderbaren Übergang. Mit dem Faden ein Köpfchen formen. Mit einem Knotenbinder die Fliege abschließen. Nehme ich noch etwas Sekundenkleber und sichere mir die Wicklung, damit der Knoten nicht wieder aufgeht. So, damit die Fliege die Hechte auch findet, kommen auf beiden Seiten Augen dran. Das ist bei meinen Hechtfliegen sehr wichtig. Für mich sind die Augen ein Beißpunkt für den Hecht. Und ich habe einfach mehr Vertrauen drin. Und wenn man Vertrauen in seine Fliege hat, fischt man erfolgreicher. Also macht Augen drauf, sieht einfach besser aus. Jetzt kommt auf beiden Seiten. Solches Auge, das sind 3D-Augen Silber, 9 mm in diesem Fall. Und achtet darauf, dass wirklich die Augen auch an der gleichen Stelle sitzen. Also die sollten sowohl auf der gleichen Höhe als auch auf der gleichen Entfernung vom Öhr sein. Weil sonst wird die Fliege unsymmetrisch und sie sieht dann erstens nicht gut aus und zweitens läuft sie auch nicht so schön im Wasser. Sondern um diese Augen zu sichern, kann man zum Beispiel Epoxy nehmen oder was ich halt eigentlich viel lieber nehme, ist Backbond, da ich dies mit der UV-Lampe aushärten kann und ich habe einfach eine ideale Kontrolle des Materials. Flasche neigt sich schon dem Ende, deswegen dauert es ein bisschen, bis was rauskommt. So. Und worauf ihr achten solltet beim Backbond, das hier ist Backbond Original, also das dickflüssigere, auf keinen Fall Backbond Light für so große Fliegen nehmen. Das funktioniert einfach nicht gut. Und ich fülle erstmal diesen Raum zwischen den Augen auf, nehme dann die Lampe und härte den Kleber aus. Man kann den Kopf auch in einem Schritt komplett durchformen, aber es wird dann auch schwierig zu kontrollieren, wenn man eine große Menge an Kleber verwendet. Und es wird dann halt schwierig, das Ganze ohne Tropfen hinzubekommen und auch den Kleber komplett durchzuhärten auf einmal. Also lieber in zwei oder drei Schritten arbeiten. Ich mache das eigentlich bei solch großen Fliegen in drei Schritten, dann kann ich optimale Ergebnisse erzielen. Jetzt fülle ich auf der Unterseite diesen Raum zwischen den Augen aus. Lampe genommen, aushärten. Und jetzt eine dritte Schicht, oder ein dritter Ansatz. Jetzt gehe ich komplett über die Augen drüber, nochmal über die Oberseite, über die linke Seite in diesem Fall. Unterseite gehe ich auch nochmal, so dass ich einen kompletten, kompakten Kopf erhalte. Einmal kurz drehen, ihr habt auch etwas Zeit, also das Backbond ist so dickflüssig, dass es nicht gleich davon fließt. Schaut, ob ihr wirklich die Lücken schön ausgefüllt habt, ob der Kopf gleichmäßig ist. Und dann nehmt ihr eure Lampe und härtet die Fliege unter Drehen aus. Worauf ihr bei Backbond unbedingt achten solltet, ist, dass ihr auch eine vernünftige Lampe verwendet. Also ich benutze wirklich nur die Lampe von Backbond, weil die einfach von dem Strahlenspektrum perfekt auf das Material abgestimmt ist und so den Kleber optimal aushärtet. Wo ihr auch darauf achten solltet bei einer solchen Lampe, dass ihr immer frische Batterien verwendet. Also ich habe da Fotobatterien drin, oder vielmehr eine, mit 2700 mAh Leistung. Und dadurch habe ich genügend Power, um auch wirklich
das Material ideal auszuhärten. Wenn man so billige Batterien nimmt, 1,50 Euro für 10 Stück oder so, hat die Lampe einfach nicht genug Leistung, weil die Milliampere-Zahl der Batterien nicht hoch genug ist. Und dann beschweren sich die Leute dann plötzlich, dass der Kleber nicht komplett aushärtet und noch klebt. Und das liegt einfach nur an den falschen Batterien. So, und fertig ist eigentlich der Baitfish Fiber Hechtstreamer. Wirklich eine tolle Fliege, mit denen ihr Hechte fangen könnt. Freunde von mir haben schon Zander damit gefangen. Huchen sind schon damit gefangen worden, Barracuda. Ihr habt wirklich alle Möglichkeiten damit. Immer wenn es darum geht, ein ungefähr handlanges Fischchen zu imitieren, dann ist diese Fliege perfekt. Ihr könnt viele verschiedene Farbvarianten binden, könnt mit einem Edding Streifen draufmalen, dann habt ihr einen Barsch oder so. Ihr habt wirklich alle Möglichkeiten. Jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unseren anderen Videos. Wenn ihr übrigens die Materialliste von dieser Fliege sehen wollt, das findet ihr bei uns auf der Homepage, mariusfliegendose.de. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, euer Mario.